Servus, ich bin's der Ferdi und das ist der Chris. Hallo. Und wir schauen uns heute einen zweiten Max-Rupp-Kampf an, auch von der Naga. Und das ist der Kampf um den dritten Platz von damals. Gegen seinen damaligen Gegner hat er schon im Nogi verloren gehabt. Mal schauen, ob er sich im Gi besser anstellt. Ich glaub's nicht. Los Einer geht's. macht da. Boah, direkt Druck, der Typ, okay. Aber gut noch reingepult. Gar zugekriegt. Und lehnt sich voll rein. Interessant. Okay, Reset. Ausgehört. Direkt ordentlich Zug. Posture gebrochen. Oh, schön. Hübscher Scissor Sweep, aber leider nicht vollendet. Ja, der andere macht extrem Druck. Du hast eigentlich nur zwei Möglichkeiten zu reagieren. Entweder pullen oder ein Selbstfaller. Ja, Pull in die Klausgard war schön. Jetzt beim zweiten Mal. War es wohl, der hatte Takedown-Punkte bekommen, der andere ist aber in der Half-Guard gelandet. Knee-Shield Half-Guard. Ja, Scissors. kontrolliert. Und zurück in die Claws-Guard. Scissors Sweep haben wir das letzte Mal schon uns angeschaut. Deswegen gehen wir da jetzt gar nicht nochmal drauf ein. Dafür schaut euch den ersten Max-Ruck-Kampf an. So. Schön die Jacke über den Kopf ziehen. Was er jetzt aber nicht macht, nachdem er die Jacke schon über den Kopf gezogen hat, ist jetzt hier dieses Lapel hier über den Nacken ziehen. Ich bin da ein riesen Fan von, ich mache das sehr, sehr gerne. Und dann gleich mit dem gleichen Cross-Grip hier diesen Lapelzipfel einmal hinter dem Nacken haben. Das ist eine unendlich, also richtig starke Kontrolle. Damit habt ihr eigentlich fast jeden unten. Wenn er einmal unten ist, dann stehen die wenigsten wieder auf. Der Gegner scheint vielleicht ein Judoka zu sein oder dergleichen, weil der macht extrem Druck auch in der Close Guard, was jetzt nicht die smarteste Idee ist. Und ich meine, Thema Close Guard und Posture haben wir beim letzten Video, beziehungsweise auch beim vorletzten viel thematisiert, aber was mir auch auffällt, ist, das Bein ist ungestützt aufgestellt und der greift in die Lapels von Max, wenn man das nochmal genauer betrachtet, relativ tief rein. Er versucht da so einen Cross-Choke in der Closed Guard, was eine ziemlich bescheuerte Idee ist. Exponiert die Arme, killt die Posture. Schau mal, was Max draus macht. Ob er nach dem Lapel vielleicht noch greift. Aber dafür ein sehr schöner Flower-Sweep. Den sollten wir uns nochmal anschauen. Bis hierhin zurück. Genau, hier nutzt er das aus, was du gerade eben angesprochen hast. Nämlich, dass er hier unter das aufgestellte Bein greift. Wenn ihr das macht, müsst ihr euch sehr sicher sein, dass warum ihr das macht. Das ist immer die Gefahr, dass der Underhook der Arm hier runterschießt und irgendeine Art von Sweep kommt. Ja, man sieht guter Kick in die Achsel und er hat gegen den Cross-Grip schon in den Ärmel gegriffen, das sieht man auch. Hier ist der Cross-Grip und hier ist der Griff in den Ärmel. Man sieht die zweite Hand rauskommen auch schon. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass die erste Hand ausreichend blockiert war. Genau, wenn das passiert, dann versucht euer Gegner normalerweise mit der Cross-Hand zu posten, aber das funktioniert meistens nicht mehr.
Zumindest wenn die, ich sag mal, Kraftlinie richtig gemacht wird. Also man sieht ja, das Bein geht richtig schön von der Kickrichtung in die Achsel, wie du schon eingezeichnet hast. Die Base ist gebrochen über jetzt von uns aus gesehen die linke Seite. Das Knie ist auf dem Boden auf der Seite, das heißt, er kann das Bein noch nicht mehr aufstellen. Und dadurch wird das Bein, was der Max geunderhookt hat, auch so leicht, dass man es heben kann. Ja, schöner Sweep, würde ich sagen. Und kommt hoch. Schön. Kontrolle. Sauber gemountet. 4 und 2. Ja. Er macht auch eine gute Sache. Er postet die Arme weit raus, dass er nicht noch gerollt werden kann. Das würde ich grundsätzlich bei jedem Gegner machen, der eben viel Druck macht und sich einfach, ich sag mal, als explosiv rausgestellt hat. Also ich kämpfe immer ein bisschen anders, wenn ich feststelle, dass die Leute sehr schnellkräftig unterwegs sind und versuchen, mich umzurennen oder mich runterzubumpen und so weiter. Würde ich jedem empfehlen, da ein bisschen safer zu spielen. Macht der Max genau richtig eigentlich. Breite Base mit den Händen, Kopf tief trotzdem. Sonst kommt gleich das Bein von hinten eingehakt in die Achsel, wenn es blöd läuft. Also tiefe Posture, weite Arme, Knie eng. Macht er gut, finde ich. Könnte jetzt anfangen, hochzuklettern und die Arme anzugreifen. Wenn der andere da so schön rumgreift, aber er geht noch ein bisschen auf Nummer sicher. Er schaut relativ auffällig auf die Zeit, wie lange er da noch aushalten muss. Wartet auf eure Coaches. Wenn ihr Coaches draußen habt, die sollten euch da normalerweise im Minutentakt die Zeit reinrufen. Und dann habt ihr das auch im Kopf. Sollte eigentlich kein Problem darstellen. Ja, da immer ein bisschen pokern, selbst wenn der Gastank leer ist, nicht zeigen. Was mir noch aufgefallen ist, wenn wir mal ganz kleines bisschen zurückgehen, von hier, das ist schon zu weit, hier. Ja. Ich persönlich bin kein Freund hiervon. Nee. Nee. Und wenn euer Gegner das macht, wenn euer Partner beim Rollen das macht, ihr habt hier einen isolierten Arm. Den schenkt er euch quasi. Den könnt ihr dann direkt angreifen. Natürlich muss man jetzt hier bei der Situation sagen, wir haben festgestellt, dass der Gegner vom Max ein sehr explosiver Kämpfer ist, der vermutlich dann auch relativ hart reinbumpt bei so Geschichten. Aber wenn der Max dieses Knie nach vorne und dann nach oben und diesen Ellenbogen zurückbringt, dann hat er hier einen isolierten Arm und eine isolierte Schulter und kann die direkt angreifen. Mache ich aus dem Mount eigentlich ganz gerne. Ja, ist eine gute Sache. Es geht super viel auf. Man, nicht nur der klassische Armball, da kann man ja theoretisch auch Dutzende Techniken machen. Oblatas, Monoplata, was es alles gibt. Insofern, Arme bei euch behalten, wenn ihr sie behalten wollt. Schauen wir weiter, weil er kriegt den Arm nicht wieder zurück. Ja. Er merkt, dass das vielleicht nicht unbedingt die beste Idee ist. Ja, das wäre jetzt noch die ganze Zeit da gewesen. Aber jetzt holt er den Arm zurück und schiebt ihn davor. Und hier sollte er eigentlich sein, beziehungsweise noch enger, wenn möglich. Max macht natürlich auch schön Druck, wenn er kann. Ja, jetzt geht's weiter. Ja, man sieht, der versucht ein bisschen zu bumpen, der untere. Max versucht den anderen Arm zu isolieren. Ja, rutscht in so eine Art S-Mount, ist mit dem Knie aber so halb drüber. Ah, steigt. Ne, okay. Intention war wahrscheinlich Armbar slash Mounted Triangle, aber Ausführung war nicht ganz optimal. Schauen wir uns nochmal an. Genau, Hier. also da ist die Achsel offen. Das ist immer eine gute Sache. Das ist ein gutes Zeichen, dass man das Bein drunter schlagen kann für die S-Mount. Ja, er nutzt es auch. Beide Hände an dem einen Arm.
Ich mache es persönlich ein bisschen anders, um diese Situation zu vermeiden. Wenn ich beide Hände an einem Arm habe, dann kann ich nicht so gut basen, gerade bei einem Typen, der explosiv ist. Aber ist adäquat in dem Fall. Er bringt das Knie dann noch dahinter. Ja, wobei. Also ich hätte ihm in dem Fall eher reingecoacht, einen Underhook zu verwenden, ehrlich gesagt. Einen Underhook drunter setzen und mit den Fingern über die Matte krabbeln und den eigenen Ellbogen öffnen. Ja. Also wenn ich meinen Ellbogen unter den Ellbogen vom Gegnerpartner kriege, dann öffnet die Bewegung, mit der ich meinen Ellbogen nach außen drehe, seinen Ellbogen weg von den Rippen. Und einen Ellbogen, den ich wegkriege von den Rippen, kann ich gut angreifen. Das hat jetzt in dem Fall nur für einen Moment geklappt mit dem Two-on-One-Griff. Einfach weil die Jacke rutscht auch und er den Arm leichter wieder zurückbringen kann. Schauen wir uns noch ein bisschen ein, zwei Frames weiter an. Dann kann man die Situation nochmal. Ja, da, genau. Er hat versucht, auf einen Mounted Triangle zu kommen, vermute ich. Das Problem ist, man sieht, er based mit beiden Händen auf der Matte, beziehungsweise eine Hand ist so halb hinterm Kopf. Das Problem ist, für einen Mounted Triangle müsstet ihr die linke Hand hinter den Nacken bringen vom Gegner und hochziehen. Sonst könnt ihr euer Bein nicht hinter den Nacken schlagen. Keine Chance. Gleichzeitig ist auch der rechte Arm vom Gegner frei, um auf die Matte wieder zurückzugehen. Also, wenn ihr den Mounted Triangle wollt, ihr braucht ja für jede Triangle-Situation einen Arm drin und einen Arm draußen. Theoretisch ist jetzt der rechte Arm rausgeflutscht gerade in diesem Moment, beziehungsweise der linke Arm, wenn wir vom unteren Partner sprechen. Aber der rechte Arm rutscht gleich hinterher, fürchte ich. Und dann scramblen sie, glaube ich, jetzt weiter aus der Mount raus. Also Take-Home hier, entweder eine tiefe S-Mount, wo euch das Knie nicht rüberrutscht. Oder wenn ihr auf die Mounted Triangle geht, vergesst nicht, den Nacken zu kontrollieren und den anderen Arm drin zu halten. Also wirklich schauen, da geht ganz gut so ein halber Thai-Clinch. Also die Finger in die Krone vom Kopf bringen, den Ellbogen vor die Brust und ziehen, dass der andere wirklich mit dem Kinn auf der Brust hängt. Er ist auch nicht mehr ganz so mobil. Und dann geht es leichter in die Mounted Triangle. So, und ja, bleibt zwar hier oben, aber das hätten wir optimaler lösen können, dann sagen wir es so. Ja, er hat es noch einigermaßen gerettet, finde ich. Er hätte auch schlimmer laufen können. Er hat die Sidemount noch gesichert, aber ja, jetzt lässt er sich fangen. Ja, okay. Das war schade. Ja, löst den Fuß wieder raus. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, das Hosenbein zu kontrollieren. Und da hat er das Lapel nämlich auch gegriffen. Genau, also hier, ich mag diese Kontrolle sehr, sehr gerne. Aber wie vorhin schon angesprochen, die kann man auch von unten aus der Close Guard verwenden. Also es ist jetzt nicht nur was man aus der Side Control machen kann, um dort Baseball Bat Chokes oder Cross Chokes anzugreifen. Nee, da geht eben auch was anderes. Kann man auch von unten aus der Close Guard eben verwenden. Was mir jetzt auch auffällt bei dem Frame ist, der Arm vom Gegner ist überkreuz. Also der schiebt quasi, ich glaube, er hat ein Hosenbein in der Hand, schiebt einen Frame hier rein, versucht den Max so weit rauszuschieben, dass er das Knie dazwischen kriegt. Macht ihn aber auch auf. Also man sieht den rechten Arm von Max jetzt nicht, aber er könnte theoretisch jetzt auch den rechten Arm unter dem Arm des Gegners durchfüttern Müsste hier und auch sein. sogar das Lapel greifen zum Beispiel. Also es gibt ja auch einen Haufen Lapel-Chokes, die so funktionieren oder ganz klassischen Darce-Choke ansetzen. Also das wäre eine kleine Öffnung gewesen. Ich weiß nicht, ob er jetzt nicht schon zu weit rausgeschoben wurde aus der Position, aber also tendenziell hätte ich das Gefühl, dass der da wäre. Genau hier. Das ist Max rechter Arm, wenn ich das gerade eben richtig einschätze. Den kann er hier diese Linie durchstecken. Kann hier das Lapel übergeben und hat dann sehr starke Chokes oder eben ganz normale Darts. Ja, wenn man das Lapel nicht anfassen will, weil es unkoscher ist, dann geht auch der Darce-Choke. Was er sehr gut macht in dem Moment, der Max, wenn man sich die Füße mal anschaut, ist ja immer so ein Thema. Habe ich meine Füße flach? Habe ich meine Füße aufgestellt? Das kommt ja immer drauf an. Jetzt in der Situation, das ist elementar wichtig, dass ihr die Zehen aufstellt, wenn ihr Druck machen wollt, wenn ihr eine Position halten wollt, wenn es jetzt nicht darum geht, eure Base tief zu halten, um nicht gesweept zu werden, sondern wirklich, wenn ihr seit dem MMA wollt Schläge anbringen, seid in so einer Scramble-Situation, wollt in der Sidemount bleiben, unbedingt die Zehen aufstellen. Ansonsten habt ihr keine gute Kraftübertragung.
Toes on the mat. Auf jeden Fall. Aktive Füße. Aktiv. So. Und hier sieht man auch sehr schön, wie er diese Zehen eben verwendet, um eben Druck zu machen, hochzulaufen. Das macht er gut, finde ich. Ja, versucht das Bein zu kontrollieren. Ah, rennt in die Half rein. Schade. Kommt die Advantage, aber die Half Guard ist auch nicht zu bis jetzt Ja, gewesen. der Gegner verhält sich da nicht super smart für ein paar Sekunden. Ne? Ja, immer wieder auf. Ne? Ich glaube, der hat auf der anderen Seite was, wonach er geiert. Sieht nach so einem Kimura aus, den er jetzt aber verloren hat. Ja, der Max versucht immer wieder zu knee-slicen, was er ganz cool macht. Ja, hier hätte er nochmal knee-slicen müssen, aggressiv und den Ellbogen zwischen das Knie und die Rippen bringen. Da Das, da ist der Kimura-Griff wieder. genau, da Ja. ist der Kimura-Griff. Lass uns einen kurzen Moment noch auf die Passing-Situation schauen. Das Gerne. würde ich gerne nochmal näher ausführen. Nicht allzu Von hier. ausführlich, aber das finde ich interessant. Also er macht es gut, insofern er based auf den Armen und versucht zu slicen. Das Problem ist aber, dass er das Knie nicht aussperrt. Also man sieht, das rechte Knie, also von uns aus gesehen jetzt in dem Fall, blockiert ihn da. Der Fuß ist aktiv, die Zehen werden benutzt, um den Max so ein bisschen auszusperren mit dem Schienbein. Schade, hätte er noch durchslicen können, vielleicht. So, noch mehr Mal weiter, wie es weiterlaufen. was passiert. Ja, hier auch wieder so eine, so, er hat jetzt die andere Seite nie Slice da. Ja, und ich glaube, dass wir hier auf der Seite Knee Slice auf die bei vielen Leuten schwache Seite, muss man dazu sagen, wäre vielleicht eine gute Option gewesen, um hier durchzukommen. Das ist auch der einzige Grund, warum der Ben uns immer passiert. Okay, weiter. Ich finde aber so an sich diese ganze Floating-Geschichte, das macht er sehr schön. Und wieder zurück. Ja. Ah, hier hat er versucht, so ein bisschen X-Pass-mäßig irgendwie das Bein rauszuziehen, aber ist hängen geblieben. Ja, so hier. Ja, schiefer Winkel. Genau. Na gut, Und ja, waren ein hier paar coole Ansätze dabei auf jeden Fall. Also, landen wir jetzt im aber. Kimura, der allerdings eher sieht für mich nach Verzweiflung aus. Weil das macht der Max hier durchaus richtig. Der Arm ist hier versteckt. Es ist eine physische Barriere aufgebaut. Das haben wir auch schon im Kampf vom Joshua, den wir im letzten analysiert haben, angesprochen. Nee, haben wir noch nicht. Falscher Kampf. Aber es gibt einen Kampf, wo wir genau hier drauf nochmal eingehen werden. Den analysieren wir demnächst für euch. Stay tuned. Genau, weil der Max macht es hier sehr richtig. Er versteckt seinen Arm hier innen. Greift sich, also ist, seine Hand hat eine physische Barriere und ist nicht hinter seinem Rücken. Wenn sein Arm hinter seinem Rücken ist, dann wird es gefährlich. Yep. Und das macht er sehr schön. Elegant. Ja, und das Bein ist gut. Sein Gegner gibt den Kimura auf. So, aber Gehen wir da nochmal ein, zwei Frames zurück, einfach, dass wir diese Situation nochmal beleuchten können. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Fulke, sage ich mal, in dem Match. genau, wir gehen bis hierhin. Da ist noch der Kimura da. Und Max geht an den Rücken. Das ist schön. Das ist immer das Bittere beim Kimura. Man macht den Rücken immer so ein bisschen auf. Immer wenn man den Rücken dem anderen zeigt und das nicht absichert, dann riskiert man den aufzugeben. Das ist jetzt in dem Fall passiert. Hat er schön, schön gemacht. Gibt aber, glaube ich, noch ein paar mehr Optionen gegen so einen Kimura-Griff, sobald die Beine frei werden. Genau, also wenn wir jetzt mal weiter zurückgehen, hier, Du gehst in eine andere Richtung ich normalerweise, persönlich gell? bin ein riesiger Fan vom Spinning Armbar von hier. Ganz besonders, wenn jetzt das Bein frei wird von hier. Wir schauen uns, wir sehen hier den Rücken von unserem Partner,
von unserem Gegner. Und beide Beine sind frei. Das ist eigentlich eine Rieseneinladung, um dieses Bein hier hinterzubringen. Und dann eben den Spinning Armbar anzugreifen, der relativ festhängt hier. Und der Max ist hier schon sehr mobil. Es ist nicht so, dass er wahnsinnig tief hier ist. Das meiste von seinem Gewicht ist noch hier auf dem Partner drauf. Also das Bein ist locker. Und auch wenn er jetzt dann zurück in die andere Richtung geht, er hat den Bewegungsspielraum, um hier hinterzukommen, um den Spinning Armbar anzugreifen. Das wäre jetzt meine Option gewesen. Aber den Rücken hier zu nehmen, ist auch gut. Genau, hier nimmt er den Rücken. Hat direkt den ersten Hook drin auch, das ist natürlich eine schöne Sache. Ah, wird fast runtergebumpt, aber hat sich gut gefangen noch. Ja, So, und der Gegner gibt auf. gibt den Armbar auf. Er hat noch ein bisschen aggressiver die Ecke cutten können, um das zu forcieren, was er jetzt erst tut. Er hat sich das noch ein bisschen mehr absichern können, indem er früher sich dreht. Dann ist der Kimura-Griff direkt für die Cuts, sage ich mal. Also da die Gefahr ist halt immer noch, selbst wenn man in der Mount oben ist, wenn die Hand hinter den Rücken gezogen wird, der sweept euch, der tappt euch in der Mount oben, wenn es blöd läuft. Einer der schönsten Tabs, mit denen ich jemals Leute bekommen habe, ist Kimura Front Bottom Mount. Ja. Wenn du jemanden demütigen willst, tappst du ihn so, ja. Deswegen passt immer noch hier auf euren Arm auf und killt den Kimura-Griff, indem ihr, wie der Chris gesagt hat, hier den Winkel killt. Auch wieder eine ähnliche Geschichte wie, ich sag mal, bei der Backtake-Situation ursprünglich. Wenn der Rücken von der Matte weggeht, der Kimura basiert von seinem Leverage her stark darauf, dass wir uns erst in die eine Richtung drehen und dann in die andere. Das bedeutet, wenn wir uns jetzt die Perspektive von Weiß mal anschauen, vom Gegner, dann stellen wir fest, dass er liegt auf seiner rechten Seite. Und um den Torque auf die Schulter zu kriegen, muss er sich aber wieder zurückdrehen auf seine linke Seite. Das heißt, er bringt sich auf die rechte Seite, zieht den Arm hinter den Rücken und dreht sich dann wieder auf die linke Seite, um die Schulter zu hebeln. Wenn der Max jetzt sein rechtes Knie, beziehungsweise von uns aus gesehen linkes Knie, hinter den Rücken setzt und sich dreht zur von uns aus gesehen rechten Seite, dann ist keine Möglichkeit mehr da, diesen Torque aufzubauen. Genau. Kleine Biomechanik-Vorlesung. So, jetzt gibt den auch her, weil da eben nichts kommt. Und jetzt fängt er an, sich wegzuturteln, hat aber den Arm hängen lassen. Wir sehen es hier bei dem Frame ganz schön. Hier. Dieser Arm ist gerade in Gefahr, vom Armbar angegriffen zu werden. Das macht, erkennt der Max auch und schießt hier seinen Underhook drunter. Und greift dann ihm den Armbar aus der Turtle an. So. Und jetzt sehen wir hier gleich ein Problem, was relativ häufig vorkommt, wenn Leute den Armbar aus der Turtle angreifen. Die Hüfte ist auf der falschen Seite. Das fängt hier schon an und der Kopf ist auf der falschen Seite und das Gesicht schaut den Gegner an. Also man schaut den Kopf vom Gegner an. Die Ja, es ist generell mal eine böse Idee, wenn man beim Jiu-Jitsu Leuten in die Augen guckt. Das don't do it. Hüfte von Max muss hier auf die Seite und das Schienbein von Max muss jetzt in diesem Moment im Nacken vom Gegner schon sein, wenn möglich. Hier jetzt versuchen, dieses Bein unter den Kopf zu bringen, ist meines Erachtens nach ein Fehler, weil der Gegner euch dann schon gesmasht hat und einfach hochposten kann. Deswegen das Schienbein in den Nacken bringen, die Hüfte in diese Richtung, die Vorderseite,
und euren Kopf Richtung Füße des Partners. Also 180 Grad letzten Endes. Ganz genau. Und dann ist es auch viel einfacher, euren Partner über euch drüber zu drehen. Dann müsst ihr ihn nicht wuchten, dann müsst ihr keine Kraft aufwenden. Es ist dann sehr, sehr einfach, den einfach einmal komplett über euch drüber zu ziehen. So. Weil jetzt passiert nämlich genau das. Er versucht, den Fuß runterzubringen. Der Gegner kann einfach aussteigen und landet direkt oben. Also, gehen wir nochmal hier. Da sieht man nochmal sehr schön das große Problem, wenn man versucht, den Fuß vors Gesicht zu bringen und die Hüfte auf dieser Seite zu lassen. Das geht meistens schief. Also, dieses Schienbein muss hier in den Nacken und die Hüfte muss auf die andere Seite, damit euer Kopf nach da kann. Ich glaube, er hat versucht, das zu brute-forcen, sage ich mal. Das heißt, dass er das Crossface-Bein vors Gesicht bringt, dem anderen so die Posture bricht, ihn auf die andere Seite rüberwuchtet mit dem Bein und ihn dann einfach mit dem Armbar relativ direkt submittet. Kann klappen, aber in dem Fall hat einfach sein Bein den falschen Winkel, wie du schon eingezeichnet hast. Also sein Knie zeigt komplett in die falsche Richtung. Und Sonst. ich persönlich bin auch nicht so der Riesenfan davon, von der Variante, ganz einfach aus dem Grund, weil du viel mehr Kraft dahinter brauchst. Wenn man ganz einfach auf die andere Seite geht, dann ist es eine mechanische Sache. Ja, saubere Kontrolle auch. Ja. Genau. Wenn ihr euch da ein gutes Video zu anschauen wollt, schaut euch, sucht mal bei den Mendes-Brüdern, Rafa Mendes, Armbar. Aus der Turtle, der macht es die ganze Zeit und das ist super stark. Genau. Weiter geht's. Und Max Gegner kommt nach oben. Close Guard oben. Schenkt aber auch gleich hier den Cross Grip her. Also. Ja, das ist ein sehr smarter Griff, eigentlich in fast jeder Guard-Situation. Also, wenn man den holen kann, immer holen. Für den Passer immer brechen. Das ist eine nervige Situation. Ja, und dann sieht er, hat den Cross Grip auch relativ tief gesetzt und geiert so ein bisschen auf den Cross Choke. Ich glaube, ich bin so der Letzte im Team, der an den Cross Choke noch glaubt. Und der wäre jetzt da. Also, man sieht die Spannung auf der Jacke. Er hat einmal den Daumen im Nacken vom Cross Grip, das ist die Voraussetzung, um zu choken. Wenn die Daumengabel wirklich an der Schlagader ist und man spürt das, braucht wirklich nur noch den zweiten Griff zum Verriegeln vom Ganzen. Also er könnte jetzt, ohne die Griffe zu lösen, den linken Ellbogen auf die andere Seite rüberwippen, und so den Choke zumachen. Ja. Oder wenn er ein bisschen mehr Zeit aufwenden möchte, kann er mit der Hand, mit der er gerade mir im Nacken ist, einmal komplett rüber und sich dieses Lapell wiederholen. Ja, kleiner Lapellfetisch, Ja. ja. Und den dann für den Cross-Choke übergeben. Stärkere Posture-Kontrolle. Genau, da ist die stärkere Posture-Kontrolle da. Und was natürlich weg ist, ist ja, die Geschwindigkeit hinter dem Ganzen. Was du gerade eben gesagt hast, einfach mit dem Arm einmal auf die andere Seite rüber wippen, das ist natürlich die klassische Variante, die immer noch gültig ist, Hey, finde ich. wenn ihr Helio stolz machen wollt, dann macht ihr es klassisch, bitte. Schauen wir weiter. Jetzt lässt er los und geht auf die andere Seite rüber, weil. Ja, schade. Da müssen wir noch mal ganz kurz zurück. So. Die Ja, ist so ein Cross, bisschen Kind genau, dazwischen. jetzt die Cross-Shock-Mechanik. Hier, hast du das gesehen? Ihr finisht den Cross-Shock nicht, indem ihr eure Ellenbogen aufmacht. Ganz wichtig. Man ist ja gerne versucht zu meinen, okay, dadurch wird es enger,
Stimmt aber nicht. Da muss. Ja, das Kreuz vom Crosschoke, das verführt immer dazu, dass man denkt, okay, ich schere hier den Hals, aber so ist es halt nicht. Ich drücke hier in den Hals rein. Dafür muss ich die Ellbogen eng halten. Genau, also hier dieser offene Ellenbogen ist jetzt ein ganz guter Frame, um ihn wegzuhalten, aber ist halt dann kein Crosschoke mehr. Ja. Also er könnte es vielleicht nutzen, wenn er die Hand höher hätte. Also wenn er statt unten am Lapell zu greifen, oben in die Schulterfalte, siehst du diese Spannungslinien neben dem Ohr? Genau da, ja. Da bildet sich immer so eine schöne Falte, auf die man die Hand draufklatschen kann. Und dann geht es schon, dass ich den Ellbogen kurz öffne, um das Kinn hochzudrücken vom Gegner. Und dann ich schieb ein, zweimal gegen das Gesicht, das ist natürlich nicht nett, aber ist Wettkampf passiert. Und dann wippe ich den Ellbogen wieder drunter und schließ. Also das wäre noch eine Möglichkeit gewesen, aber wie du schon sagtest, jetzt in dem Fall Chicken Wing Ellbogen fehl am Platz. Klappt so nicht. Oh. Aber der andere steht auf in Verzweiflung, also immerhin. Und dazu muss man wirklich sagen, der andere steht in Verzweiflung auf, weil kommen wir zum Lieblingsthema von Chris, Posture. Ich zeichne schon mal die Linien ein. Wer weiß, welche DVDs ich so gucke in meiner Freizeit, weiß genau, was jetzt kommt. Immer dann, wenn euer Oberkörper unter eurer Hüfte ist, habt ihr ein großes Problem als Passer. Andersrum, es gibt kein größeres Geschenk, was man euch in der Guard machen kann, als wenn ihr aufsteht, bzw. wenn der Gegner aufsteht und schön den Kopf hängen lässt und den Oberkörper. Das ist super. Man sieht, der Max denkt auch gleich an das, was ich jetzt auch denken würde. Er fängt an, den Arm raus zu isolieren. Der Gegner macht jetzt auch noch gar keine Anstalten, hier zu verstecken. Glaube, das kriegt er. Gehe ich stark von aus, dass er den kriegt. Man muss nur den Winkel herstellen. Linkes Bein in die Achsel, rechten Fuß auf die Hüfte, wenn er es langsam machen will. Dann Bein vors Gesicht ziehen. Lass mal laufen. Kann ich Okay. noch wetten? Nee. Oh, schade, okay, fuck. Aber. Aber der andere lässt auch nicht los. Ne. Ich glaube, der will cross-choken. Da, guck das mal an. Guck dir das mal an. Okay, jetzt bin ich mir 100% sicher, dass es ein Judoka oder ein Jujutsuka ist. Ich schimpf ja immer ungern über Judoka, weil ich selber eigentlich einer bin, aber das ist so eine typische Judo-Jutsu-Angewohnheit. Den hat irgendwie keiner erklärt, wie Positionshierarchie funktioniert. Und das ist einfach keine smarte Idee, ist jemanden in der Guard zu cross-choken. Das klappt nur, wenn der untere genau gelähmt ist oder ein absoluter Anfänger ist. Und in beiden Fällen solltet ihr das Match dann nicht haben eigentlich. Na egal. Genau. Dumm. Er ankert die Arme am Hals vom anderen und hat keine Kontrolle darüber, was passiert. Aber gut, gibt Max mehr Zeit, den nächsten Arm mal zu versuchen, schätze ich. Genau. Ja. Wupp, schön. Ja. Also, ab jetzt ist es akademisch. Und Ja, ich habe da so eine kleine Bachelorarbeit wenn vorbereitet. wir uns den letzten Kampf von Max anschauen, da wurde er ähnlich abgeschossen, hat er gleich implementiert das Ganze. Aber das ist ja schon. Schnell gelernt, ja. Also man sieht eine schöne beginnende Hüftstreckung, beide Beine sind in einer schönen Position. Er hat das eine Bein vorm Gesicht, das andere Bein in der Achsel. Ich sehe den Gegner da nicht mehr gut reinstecken. Und er will auch wegziehen, Ja, was. genau das, was mit Max passiert ist, ne? Genau, Ja. das hier ist. Den Arm zieht man nicht mehr so raus. Ist die Frage, ne? Kriegt das oder kriegt das nicht raus jetzt? Ich glaube Ne. nicht. Schauen wir. Ich glaube, der ist schön am Ellbogen. Ja. Tap, oder wie? Ja, Ja. war der Tab. Das ist ein schöner Armbar geworden Das ist noch. ein richtig Auf dem schöner zweiten Armbar Versuch. Da geworden. freut er sich auch zu Darf er Recht. sich freuen? Hat er sich seinen dritten Platz geholt? Oh. Nee. Das ist schön. Ich kann Max immer nicht traurig sehen. Es ist gut, wenn er wieder lacht. Aber da schnauft er schon ein bisschen. Oh, oh. Muss an Cardio arbeiten.
Ja, man sieht, Technique over Strength. Der andere war fleißig benchen, statt ins Jiu-Jitsu zu gehen, glaube ich. Keine Ahnung. Genau, ich muss jetzt noch einen Shoutout machen. Ja, Shoutout. Falls ihr der Meinung seid, dass euch so Breakdowns was bringen, dann schaut mal auf cornermebjj.com vorbei. Das ist das neueste Projekt von Andy Brown. Da bekommt ihr so Breakdowns nicht von Chris und mir, sondern halt von so richtig kompetenten Leuten wie dem Paquito, dem Jan Basso, Ross Nichols, wenn ihr auf Leglocks und Nogi steht. Also sind richtig gute Leute dabei. Schau dich mal die Seite an. Ich finde es ein cooles Projekt. Mir bringen so Video-Breakdowns auch immer was. Deswegen von uns, wir sehen uns beim nächsten Breakdown.